und ausstattet und ja, dann sollte das jetzt so passieren. Genau. Also moin Jungs, herzlich willkommen in Grimma, herzlich willkommen zur Eurodeutschen Meisterschaft, zu eurer Strecke, die jetzt ansteht. Ich gebe euch jetzt noch ein paar kurze Informationen zum Ablauf, wie wir es vorhin bei Mädels auch gemacht haben. Folgendes, wir geben dann die Schwimmstrecke frei, wenn die Wasserwacht hier Position bezogen hat. Ihr könnt ins Wasser gehen, könnt euch einschwimmen. Ich bitte euch nicht in die Wettkampfstrecke zu schwimmen, sondern von einer Uferseite zur anderen Uferseite könnt ihr euch einschwimmen. Dann kommt ihr raus, ihr nehmt hier hinter der Absperrung wieder Aufstellung. Diese grüne Linie, die ihr vorhin seht, das ist die Zeitmessung. Also ihr solltet, um ein ordentliches Endergebnis zu haben, diese grüne Linie bitte nicht überschreiten, weil sonst löst ihr eure Zeitmessung vorzeitig aus. Männliche Jugend B, deutscher Meisterschaftslauf 2014, also wirklich etwas, wo es hier um die Brust geht. Streckenlänge nochmal zur Erinnerung, 400 Meter Schwimmen, 11,36 Grad und 2,5 Kilometer Lauf. So, ein schönes Bild. Und wichtig ist, dass wir auf das Startsignal warten, dass alle jungen Männer die Wimpelleine sehen und das nicht hinter sich, sondern vor sich. Die Wimpelleine ist die Startlinie. So, das war der Start. Das war der Start zum Meisterschaftslauf männliche Jugend B. Ganz klar, Sie wollen sehen, wer hier als Erster aus dem Wasser kommt. Und Sie, liebe Grimma-Gäste, werden gebeten, die Jungs mit einem kräftigen Applaus zu empfangen. Die ersten Schwimmer sind bei uns. Die ersten Schwimmer bei Deutsch sind unter 5 Minuten. Die Jungs laufen langsam hier oben, wird es auch glatt auf dem Geläuf. Die Sportler in Summe sind hier am Start. Das heißt, es wird die ganze Zeit auf der Strecke eng bleiben. Und wir haben die erste Schwimmzeit unter 5 Minuten. Das Thema Sprintdistanz eine ganz neue Bedeutung. Also ein sehr schnelles Rennen erwartet uns hier. Wie gesagt, kurz nach 10 Uhr werden die ersten Jungs schon auf dem Markt einlaufen. Wird der deutsche Meister von dem Fett stehen bei der männlichen Jugend B. Und wer jetzt hier führt, weiß noch lange nicht, dass er auch am Ende der Führende sein wird, weil es wird jetzt darauf ankommen, die richtige Radgruppe zu erwischen. Es wird darauf ankommen, gute Wechsel hinzulegen. Und die Kompaktheit wird unterstrichen, weil jetzt, nach wirklich weniger als 6 Minuten, sind alle Sportler aus dem Wasser. Also 6 Minuten und alles ist hier kompakt. Kann man da jetzt noch da oder die nächste durch. Hier am Rand darf man, da kommt ja Niklas. Komm, Niklas! Sehr ruhig. Super, komm, locker jetzt. Komm, mach einfach zu Ende, ist okay.
Zusammenhalt nur, komm! Aus Thüringen vom Thüringer Triathlonverband. Herzlichen Glückwunsch, 35.09, Alexander Kull. Testlaufen, 34.59 vom Baden-Württembergischen Triathlonverband. Herzlichen Glückwunsch, super Leistung, Niklas Knoll. Vom Rheinland-Pfälzischen Triathlonverband 34,53 Bronze 2014 bei den deutschen Meisterschaften Tim Helwig. Vom Nordrhein-Westfälischen Triathlonverband
Vizemeister 2014, Luca Fröhling. Papa ist aus, du hast den Scheck über 10.000 Euro verloren. Papa ist ausgeflippt. Mama hatte nach dem Zieleinlauf Tränen in den Augen und er lief wie ein Profi. Er machte alles klar, ging als Erster auf die Laufstrecke, baute seine Führung weiter aus, schnappte sich die Fahne, lief durchs Ziel und gab 2 Minuten später schon das erste Interview. Ein ganz, ganz großer, neuer deutscher Meister 2014, 34 Minuten, 11 Sekunden. Aus Brandenburg, vom Brandenburgischen Triathlonbund, Moritz Horn! Das war ein spannendes Rennen. Der Pokal geht an den Besten. Und auch hier freuen wir uns natürlich über diese tollen Leistungen. Und wir sprechen hier über... Wollen wir auch an dieser Stelle Dankeschön an die Trainer sagen, an die Unterstützer und natürlich auch an die Eltern. Ich bin ja froh, dass der Papa keinen Herzinfarkt gekriegt hat hier. So wie der dich ins Ziel geschrien hat. Hat er, ihr Lieben. Herzlichen Glückwunsch, großen Applaus. Vielen Dank, das sind die Besten bei den Deutschen Meisterschaften 2014. Platz 3 Bronze, das Team vom saarländischen, von der saarländischen Triathlon Union. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 unsere Männer aus Baden-Württemberg, Baden-Württembergischer Triathlonverband. Herzlichen Glückwunsch. Und Platz 1, Nordrhein-Westfalen. Der Nordrhein-Westfälische Triathlonverband. Erster Platz, Länderwertung, Deutsche Meisterschaft 2014. Wir haben noch ein paar Siegerehrungen heute im Laufe des Tages. Jetzt konzentrieren wir uns auf die zweite Bundesliga bei den Frauen. Die müssten nämlich dann auch irgendwann mal auf die Laufstrecke wechseln. Ihr dürft jetzt...